Hey, guck mal, guck mal. Komm, komm, wir gehen raus. Komm, komm. Zwei Jahre ist es jetzt her, dass Margarete Respondeck die Einladung zu einer Routineuntersuchung des Mammographie-Screening-Programms bekam. Reine Routine war es dann allerdings doch nicht. Die Untersuchung hat 10 Minuten gedauert und ich bin auch mit einer positiven Haltung da wieder rausgegangen, weil ich gedacht habe, Brustkrebs betrifft mich nicht. Nach 2 Tagen habe ich noch mal ein Anschreiben bekommen vom Screeningzentrum. Ich sollte mich doch noch mal vorstellen, weil ein unklarer Befund vorliegt. Dort wurde noch mal eine Mammographie gemacht und danach eine Sonographie und da wurde eigentlich dann ein Knoten festgestellt. In meinem Fall war es eben so, dass der Knoten, obwohl der wirklich auch schon 1 Zentimeter war, das ist jetzt noch nicht mehr ganz minimal, aber ich konnte ihn nicht ertasten. Und für mich war es einfach so, dass ich ganz schnell behandelt werden konnte. Also innerhalb von ein paar Wochen ist die Behandlung losgegangen und der Knoten war weg und ich bin davon befreit. Und ich denke, je früher die Behandlung eingesetzt hat, desto besser für meine Gesundheit. Die Gefahr, an Brustkrebs zu erkranken, steigt im Alter signifikant. Während von 100.000 Frauen unter 40 14 an Brustkrebs erkranken, sind es in der Altersgruppe der 60- bis 69-Jährigen mehr als 300 Frauen. Je früher erkannt, desto besser die Heilungschancen. Daher werden Frauen im Alter von 50 bis 69 alle 2 Jahre zur Mammographie eingeladen. Das ist die Altersgruppe, wo wir die meisten Brustkrebsfälle erwarten und den höchsten Vorteil durch Früherkennung sehen. In ländlichen Gegenden geschieht die Untersuchung in den sogenannten Mammobilen, die mobilen Screening-Einheiten mit den gleichen Standards wie in den städtischen Referenzzentren. Wir erkennen bösartige Erkrankungen sehr früh in einer Phase, wo wir sie noch komplett heilen können. Und wenn wir einen Fall haben, bei dem wir den Verdacht haben, dass etwas Bösartiges vorliegen könnte, werden wir innerhalb von dieser einen Woche der entsprechenden Frau eine Einladung aussprechen, um einen bösartigen Befund auszuschließen oder zu bestätigen. Ich denke, dass man immer Angst vor den Dingen hat, die man nicht versteht. Und je besser wir die Frau einbinden, auf dem Niveau, was die Frau auch versteht, auch mit den Begrifflichkeiten, die sie umsetzen kann, umso besser können wir mit ihr gemeinsam auch dann Pläne erarbeiten, wie man weiter vorgehen wird. Und ich glaube, dass das auch ein Erfolg im Screening ist, dass der Umgang mit der Frau auch einer sein muss, der möglichst fast auf Augenhöhe erfolgen sollte. Ich muss sagen, ich war auch in der onkologischen Praxis, die meine Chemotherapie durchgeführt hat, immer gut aufgehoben. Mir wurde erzählt, was laufen wird. Also es waren 4 Chemotherapien. Ich habe immer gedacht, das kannst du gut vertragen und das schaffst du auch. Ein wichtiger Aspekt im Heilungsprozess, die Einbindung der Frauenärzte in die Nachsorge. Die Kollegen sind nicht außen vor, die bekommen ja sogar eine Rückmeldung, dass ein positiver oder ein negativer Befund ist. Die Patienten fragen auch nochmal und sind eigentlich, so was ich auch aus meiner Praxis nehmen kann, sehr zufrieden damit. Nach der Chemotherapie wurde meine Gynäkologin wieder eingebunden in die Behandlung. Die Frauenärztin unterstützt mich in jeder Weise, dass ich bei der Mammographie auch teilnehme. Berlin und Brandenburg haben sich da zusammengetan. Wir haben eine gemeinsame zentrale Stelle, auch mit einer gemeinsamen Telefonnummer jetzt, damit die Patienten wie auch die Ärzte dort anrufen können. Es gibt ab 1. November eine gemeinsame Nummer. 030 27, 3-mal die 0 und 4-mal die 5. Heute muss Frau Respondeck alle 3 Monate zu ihrer Frauenärztin zur Kontrolle. Ich fühle mich heute so gut, als hätte ich nie irgendwas durchlaufen.